Guten Abend, Dresden! Zum 19. Male heißt es heute gegen Glaubenskriege, gegen Radikalismus, gegen Fehlpolitik und für die Meinungsfreiheit einzustehen. Ihr kennt das Spiel, auch heute organisatorische Sachen. Striktes Alkoholverbot wie immer. Verbot zum Mitführen von Hunden, genauso das Verbot zum Mitführen von Glasflaschen und splitternden Gegenständen. Die Fahnenstangen wurden uns verlängert auf 2 Meter. Bitte haltet euch aber daran, nehmt die ein Stück runter. Wir wollen da keinen Ärger machen. Wir haben auch eine Säge hier im Notfall. Und dann noch was ganz Wichtiges, die Laserpointer. Bitte hört auf mit diesen Laserpointern. Erstens kann man wirklich da, also wenn man geblendet wird von so einem Ding, das tut richtig weh. Also bitte die Laserpointer aus. Des Weiteren, wie immer, Anweisungen folgen von den Ordnern und der Polizei. Wieder bedanken wir uns bei den Beamten, die absichern, dass bei uns sowas nicht passiert wie am Samstag in Wuppertal. Sensationell! Zu Beginn deswegen ein kleiner Bericht von unserer Fahrt nach Wuppertal am vergangenen Samstag. Es war wie zu erwarten nicht mit Dresden zu vergleichen. Dort weht ein anderer Wind. Wir kamen am Versammlungsort an und da war es alles, und zwar alles ringsum vergittert und ein Zugang wurde durch 2 Zelte gewährleistet. Durch diese Zelte mussten alle Teilnehmer, sie wurden dort durchsucht, mussten ihren Personalausweis zeigen und wurden fotografiert. Es wurde jeder erfasst. Ich muss sagen, sowas habe ich noch nie erlebt, auf keiner Demonstration nach Artikel 8. Weil es ist uns allen eigentlich in unserem Grundgesetz erlaubt, uns zu versammeln, solange es friedlich bleibt, und zwar ohne erfasst zu werden von irgendwelchen Behörden. Auf jeden Fall wurde durch diese Zelte der Zustrom sehr, sehr schleppend. Es hat teilweise bis zu 8 Minuten gedauert, ehe die nächsten 4, immer wieder 4, immer wieder 4. Unglaublich. Was mich aber am meisten schockiert hat, ist die Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden und der Polizei. Die ist nicht so schön wie hier in Sachsen. Sie wurden uns von unserem Versammlungsleiter in Wuppertal, Marco Probach, wie wir es hier in Dresden auch tun, im Vorfeld der Demo sogenannte Kooperationsgespräche geführt. Und ihm wurde garantiert, Pegida darf spazieren. Ich muss sagen, wenn mir die Polizeiführung hier in Dresden dieses garantiert hat, so war er stets darauf Verlass. Dafür nochmal danke. Dann fing die Veranstaltung an und nachdem alle Redner ausgesprochen hatten, kurz bevor sich die Spaziergänger in Bewegung setzen wollten, kam ein sogenannter Verbindungsbeamter und eröffnete dem Veranstaltungsleiter, dass er nicht genügend Beamte zur Verfügung hätte, den Spaziergang durchzuführen. Er stellte uns vor die Wahl, die Veranstaltung sofort zu beenden. Ansonsten würde die Polizei dies tun, beziehungsweise Auflage dazu erteilen. Es blieb also nichts anderes übrig, als die Veranstaltung für beendet zu erklären und den Menschen mitzuteilen, dass der Spaziergang zum Abschluss ausfällt. Dass dies den Unmut der Menschen regelrecht heraufbeschwor, muss man nicht sonderlich erwähnen. Wir erinnern uns nur an den Unmut, als Pegida einmal in Dresden umdrehen musste. Auch da war die Situation kurz vorm Kippen, konnte aber zum Glück noch beruhigt werden. Hinzu kam dann noch, dass eine unangemeldete Gegendemo mit großer Antifa-Beteiligung bis auf 10 Meter hinter den Sprecherwagen herangelassen wurde. Aus diesen Reihen flogen Flaschen, Golfbälle und Betoneier in Richtung Sprecher-LKW. Dieser war zum Glück von hinten geschlossen und so ist niemandem etwas zugestoßen. Die Würfe blieben aber nicht unbemerkt und zogen natürlich den Zorn der anwesenden Sportfreunde auf sich, welche daraufhin kurz extrem laut wurden und in Richtung der Absperrkette der Polizei drängten. Durch das besondere Handeln aller Pegida-Ordner in Wuppertal, durch persönlichen Einsatz des Veranstalters
und von den Ehrengästen, wie zum Beispiel unserem Holländer Edwin, welcher sich mit seiner holländischen Fahne direkt dazwischen warf. Unglaublich, das habe ich noch nie gesehen. Genau. Konnte dort eine Eskalation verhindert werden. Die Polizei versuchte dann durch 3 bis 5 Sprühstöße aus Pfefferspray die Menschen zurückzudrängen. Dies gelang auch, und zwar binnen 3 bis 4 Minuten war es regelrecht gespenstisch ruhig in Wuppertal. Jetzt war nur ein Problem, die Leute wollten natürlich nach der verendeten Veranstaltung nach Hause. Das war aber nicht mehr möglich. Komischerweise waren nämlich angeblich nicht genügend Beamte da, um den Spaziergang zu sichern, aber es waren genug da, um binnen 3 Minuten die gesamte Pegida-Demo mit 3er Reihe zu umstellen und einzukesseln. Um genau diese Kesselsituation aufzulösen, versuchten wir, also das Dresdner Team, beim Verbindungsbeamten, und offensichtlich war er ja auch Chef vor Ort, Herrn Watzke, eine Spontan-Demo mit verkürzter Route anzumelden. Dieser sagte, er klärt das nur kurz ab und verschwand in den Reihen der Polizei. Er wurde an diesem Tag nicht wieder gesehen und auch als Handy ging er nicht mehr. Somit wurde die Versammlung Stück für Stück aufgelöst und die Teilnehmer zu den öffentlichen Verkehrsmitteln geleitet. Unser Fazit: Herr Innenminister Jäger hat in NRW ganze Arbeit geleistet und mit seinen Kumpanen von der Scharia-Partei Deutschlands ein Exempel gegen die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit statuiert. Bravo, ihr Roten! Bravo! Nun gut, in Sachen Politiker und ihrem Fehlverhalten brauchen wir Sachsen uns nicht das Maul über andere Bundesländer zu fetzen. Wir haben den gleichen Klüngel hier. Unsere feinen Damen und Herren im Landtag haben ja auch mal wieder im Selbstbedienungsladen zugegriffen. Nun, man macht es zwar nicht mehr ganz so offiziell, die sogenannte Grundentschädigung bleibt wohl vorerst gleich. Stattdessen gibt es halt 1.000 Euro monatlich Erhöhung der sogenannten Aufwandsentschädigung für Abgeordnete. Und die nahezu Verdoppelung der Zuschüsse für Büroeinrichtungen auf 5.000 Euro, zusätzlich eine Erhöhung der Mitarbeiterpauschalen auf ebensolche 5.000 Euro, bis hin zu einer Rentenregelung. Nach dieser sollen Abgeordnete ab dem 11. Jahr Landtagszugehörigkeit pro weiterem Jahr im Landtag ein ganzes Jahr früher in Rente gehen dürfen. Das heißt, im Optimalfall mit 60 ist Schluss, also mit 60 und 17 Jahre Landtag. Also ich glaube, es hackt. Schon der Name der Bezüge dieser Abgeordneten, Grundentschädigung und Aufwandsentschädigung, sind für mich nur ein Hohn. Ich meine, es sollte denen eine Ehre sein, ihre Mitmenschen im Parlament vertreten zu dürfen. Offensichtlich ist es aber für die momentanen Volksvertreter eine Qual, dort zu sein. Deshalb lassen sie sich entschädigen. Ich glaube ganz fest, dass da umgedacht und... Das Schlimme ist, dass es keine wirkliche Alternative gibt bis jetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Selbst die AfD hat ihre Bodenhaftung verloren und schwimmt mittlerweile fleißig im Politapparatschik-Strom mit. So begrüßt die selbsternannte Alternative doch tatsächlich das vom BGH letzte Woche erlassene Urteil, welches Lehrerinnen erlaubt, mit Kopftuch zu unterrichten. Erst werden die Kreuze in den Schulzimmern verboten mit Begründung, dass Staat und Religion strikt getrennt sein sollen und aus Rücksicht auf andere Kulturen und Religionen, und nun darf mit Kopftuch unterrichtet werden. Das wirft bei mir genau 2 Fragen auf. Die erste: Wo ist die Rücksicht unserer Gäste auf unsere Kultur?
Und die zweite, sind wir eigentlich noch Herr im Haus oder mittlerweile Fremde hier im eigenen Land? Fakt ist jedenfalls, dass es so nicht weitergeht und es wird Zeit, den Eliten zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Ein erster kleiner Schritt wird die Dresdner OB-Wahl sein. Dazu so viel. Unser Programm steht, der Kandidat steht und die Veranstaltung zur Vorstellung des Wahlprogramms und des Kandidaten ist beim Ordnungsamt beantragt. Am 6.4.2015 in der Flutrinne werden wir also nicht nur Herrn Dr. Pröbstl begrüßen dürfen, sondern auch einige Überraschungsgäste. Und wir werden das Geheimnis um unseren OB-Kandidaten endgültig lüften. Dresden zeigt, wie es geht. Ich übergebe jetzt an unseren Silvio aus Leipzig von Legida. Danke, Lutz. Also, einen herzlichen guten Abend in die schönste Barockstadt Deutschlands. Guten Abend an alle hier anwesenden Dresdnern, den mitgereisten Leipzigern, allen Sachsen, den Bürgern Deutschlands und Europas, welche sich hier heute auf diesem schönen Platz versammelt haben. Ja, Dresden, ich genieße diesen Abend hier, da ihr es inzwischen geschafft habt, euch die gesteuerten Gewaltorgien der SA, der Antifa, vom Leibe zu halten. Bei uns sind diese noch am Werke, die Steuermänner im Parteienboot und krallen sich verzweifelt an ihre Freunde einer gesteuerten Macht. Das Ganze mit einer straffen, mit offenbar erheblich finanziellen Mitteln ausgestatteten Koordinierung aller gegen uns gerichteten Aktivitäten, welche eine sogenannte Bürgerbewegung gegen rechts organisieren tut. Das, liebe Leute, bezieht sich insbesondere aber auf die extrem gewaltbereiten und gewalttätigen, mit besonders hoher Energie kriminell auftretenden Antifa-Sturmtruppen, mit ein, die sich bei ihrem hochkriminellen Tun ganz offensichtlich nicht nur stillschweigender, sondern auch ausdrücklicher Billigung durch die höchsten Amtsträger unserer Stadt bewusst sein können. Doch ihren von der evangelischen Kirche und den Hochschulen organisierten Bürgerprotesten gegen rechts ging jedoch schnell die Luft aus. Vielleicht wurden sie sogar als gefährlich für den Veranstaltern selbst aufgegeben, denn die hierfür gutwilligen, missbrauchten Gegendemonstranten konnten selbst erleben, wie unwahr alles über uns Berichtete gewesen ist und wanderten in Scharen wieder ab. Stattdessen werden jetzt mit immer erheblicherem finanziellen Hintergrund Gespräche angeboten. Nach amerikanischem Vorbild. Wen du im Kampf nicht besiegen kannst, dem biete eine herzliche Umarmung an, um ihn darin zu erdrosseln. Wir empfehlen jedoch die Teilnahme. Dazu aber später noch einmal. Liebe Freunde, es erahnt sich die Tatsache, dass der Terror und die ihn ausübenden Antifa-Sturmabteilungen durch höchste offizielle Stellen gedeckt werden. Wäre das etwa unwahr? Wie aber wäre es sonst zu verstehen, wenn der Leipziger OB zwar von krimineller Gewalt spricht, die Antifa-Sturmabteilung ausüben, dies aber ausdrücklich nur auf Angriffe gegen Polizeistationen beschränkt. Doch über deren Angriffe auf uns, unsere Freunde und Unterstützer
auch über die den alltäglichen Terror der Antifa-Sturmabteilung gegen nur fragende Besucher von Bürgerveranstaltungen. Dazu liegen Schriftstücke vor. Schweigt er ausdrücklich. Was im Umkehrschluss nur bedeuten kann, dass der Leipziger OB, deren Kriminalität, eingeschlossene Schwerstkriminalität, wie etwa gefährliche Körperverletzung, billigt. Sofern sie nur gegen uns oder ansatzweise andersdenkende Bürger seiner Stadt gerichtet ist. Da gibt es bei uns in Leipzig noch die sogenannten Leipziger Selbstanzeiger, die sich gern als Repräsentanten einer sogenannten Bürgergesellschaft darstellen. Es scheint ihnen über ihrem elitären, man sollte es ruhig beim Namen nennen, ihrem faschistoiden Selbstverständnis selbst das elementarste Rechtsempfinden abhanden gekommen zu sein. Denn die Ermittlungen werden, wie bisher, erfolglos sein. Es bleibt zu befürchten. Und, ja, wir kommen uns ein, das war ein Platz zu viel. Denn wenn sie auch noch ihre Selbstanzeige weiter zu Plakaten aufrufen und uns als Nazis bezeichnen, ist das alles andere als nicht keine Heuchelei. Mehr ist es nicht, pure Heuchelei. Ja, und wie wird es denn mit den Leipziger Selbstanzeigern weitergehen? Sie werden sich in der Tat wohl keine rechte Sorgen machen müssen. Sie sind reich. Reich genug, Herr Oberprinz Sebastian Krumbiegel zum Beispiel. Oder sie werden Parteien finanziert. Wie Frau, ich hole die ganze Welt nach Deutschland, Juliane Nagel. Sie haben Geld, um sich die besten Anwälte bezahlen zu können. Und im Zweifel hätten sie derzeit fast vor jedem deutschen Gericht einen Gesinnungsbonus. Die gleiche Sorglosigkeit werden sich die kriminellen Straftäter der Antifa-Sturmabteilung erfreuen können. Auch sie werden, wie die Praxiszeit, ungefährdet weitermachen können. Denn die Ermittlungen, wie schon gesagt, werden hier erfolglos bleiben. Es ist zu befürchten, dass die zu einem parteiendemokratischen Rechtsmittelstaat verkommene Bundesrepublik sie weitgehend ungeschoren lässt. Von Bärbel Bohley stammte einst der Satz: Wir haben das Recht gesucht und wir haben den Rechtsstaat bekommen. Das kann und muss ich erstmal so akzeptieren. Der Rechtsstaat als solches ist eine gute und eine schutzwürdige Institution. Andererseits versucht ihr doch einmal eine Selbstanzeige, wie es die vorgenannten Leipziger Helden getan haben. Dann gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Anzeige begründet, dann werdet ihr abgeurteilt, oder sie ist nicht begründet. Dann hättet ihr eine Straftat vorgetäuscht. Mit dem Ergebnis, es drohen euch bis zu 3 Jahren Haft. In jedem Fall hättet ihr als normale Bürger also schlechte Karten. Das Problem, und hier nähern wir uns wieder unserem Protest. Unsere deutsche Bundesrepublik ist doch längst zu einem Rechtsmittelstaat umgestaltet worden, in dem Recht zu haben und Recht zu bekommen immer mehr eine Sache der Finanzen wird. Wer davon wieder profitiert, ist klar und zeigt sich am aktuellen Beispiel der Leipziger Selbstanzeiger besonders eindrucksvoll. Und zweitens ist die klammheimliche Umgestaltung der Demokratie zu einer Parteiendemokratie. Denn unsere Bundesrepublik ist laut Grundgesetz eben kein parteiendemokratischer Rechtsmittelstaat, sondern ein demokratischer Bundesstaat laut Artikel 20 Grundgesetz. Denn diesen Parteien ist es lediglich
ein Mitbürgerrecht bei der politischen Willensbildung eingeräumt. In der Praxis ist daraus aber längst ein Anspruch des alleinigen Rechts zur Gestaltung der Willensbildung geworden. Die Parteien legen fest, was gut und was schlecht ist. Wer rechts oder links, Nazi oder Gutmensch ist. Und diese Parteien, wer repräsentiert denn diese Parteien? Das einfache Mitglied? Wohl kaum. Oft wird das, wenn überhaupt, verschämt mit dem Bild der Parteiendemokratie umschrieben, die zwar und eigentlich nicht gerade grundgesetzkonform, aber vom Wähler durch die anhaltend hohe Wahlbeteiligung nachträglich so legitimiert sei. So zumindest ein Kommentar zum Grundgesetz aus dem Jahre 1989. Inzwischen hat sich die Situation grundlegend geändert. Der Wähler äußert mit sinkender Wahlbeteiligung seine Ablehnung dieser Parteiendemokratie. Die zahlenmäßig stärkste Gruppe sind die Nichtwähler. Und diese sogenannten Volksparteien bzw. die beherrschenden Eliten, denkt ihr, dass diese in sich gehen? Wohl eher nicht. Sie denken nicht daran. Sie entwickeln beschönigende Theorien, die dieses Wahlverhalten erklären sollen. Dabei ist es doch ganz einfach. Es ist die sich immer weiter öffnende Schere zwischen dem Text und der Wirklichkeit des Grundgesetzes, die die Menschen mit Wut und Resignation erfüllt, die sie am Wahlakt zunehmend ein leeres Ritual sehen lässt und nicht ein faules Wahlvolk, dem aus lauter Trägheit und lauter Trägerzufriedenheit schon der Gang zur Wahlurne zu viel wird, so wie es die Eliten behaupten. In Wahrheit wird also von uns, dem Volk, die grundgesetzfremde Umwandlung der Demokratie in eine Partei und Demokratie als Werk der abgehobenen Eliten durch unsere Enthaltung abgelehnt. Die Eliten, die Promis, wie sie sie selbst gern nennen, haben den Staat, Grundgesetz hin oder her längst nach ihren Vorstellungen umgestaltet. Natürlich sollen auch wir dabei mitwirken, wir als Volk, indem wir sie bejubeln und bestaunen, wenn sie selbst in ihren Hochglanzmagazinen feiern lassen. Wir sollen möglichst initiativreich jubeln und obendrein dankbar sein. Doch das ist nicht die Demokratie, wie wir sie verstehen. Das ist die DDR im Modus 2015. Dafür sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen. Wir kamen vom Regen in die Traufe. Wir wollen uns eben nicht darauf beschränken, uns staunend die Nasen an den Schaufenstern der Promis und Eliten platt zu drücken. Wir wollen, das ist die Wirklichkeit, wie der nach dem Text des Grundgesetzes wieder gestaltet wird, von der Parteiendemokratie zurück zur wirklichen Demokratie, vom Rechtsmittelstaat zurück zum Rechtsstaat. Dieses ist ein wichtiger Grund, weshalb wir in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern auf die Straße gehen. Wenn wir auf die Straße gehen, den Anfeindungen durch die selbstgerechte Politikerkaste, unwahr berichtenden Medien und den kriminellen Gewalttätern der Antifa-Abteilung zum Trotz,
dann verteidigen wir also das Grundgesetz. Dann nehmen wir das Recht zum Widerstand wahr, das uns Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ausdrücklich zusteht. Auch wenn Eliten, Promis und ihre willigen Vollstrecker immer wieder erklären, dass wir am Ende seien, lasst sie reden. Wir sind da und wir kommen immer wieder, trotz alledem. Wir kommen wieder, wir kommen wieder, wir kommen wieder, wir kommen wieder. Es schießen jetzt die sogenannten Gesprächsangebote angeblich demokratisch legitimierter Bündnisse und Parteien wie Pilze aus dem Boden. Wir raten euch, geht dahin, aber Vorsicht, schaut euch an, was jene ansonsten auch noch so schreiben, welche jetzt die Gespräche anbieten. Man will nicht mit euch auf Augenhöhe diskutieren. Eure Meinung wird als Irrtum oder sogar böswillig als falsch angesehen. Deshalb sollt ihr geläutert oder, wenn ihr hartleibig seid, sogar gesteinigt werden. Man will euch bestenfalls ausforschen. Das wäre ein Vorurteil. Geht hin, prüft es selber, geht zu diesen Gesprächen. Lasst euch aber von diesen Leuten nicht einwickeln. Die haben uns 25 Jahre verraten und nichts Gutes getan. Und wo ist sie denn, die wirkliche Wahrheit, die durch die Berichterstattung der Leipziger Volkszeitung, aller sächsischen Zeitungen und aller gleichgeschalteten Medien angeblich tagtäglich gesagt und aufgezeigt wird? Es sind durch die Bank weg Unwahrheiten, Desinformation. Ja, um es hier an der Stelle zusammenzufassen und kurz zu bündig zu benennen, es sind Lügen. Wie aber konnte es zu einer derartigen Pervertierung des Demokratie- und Rechtsstaates, Rechtsstaatsgedanken kommen, wie er sich bei solchen Leuten auf der anderen Seite zeigt? Sehen die sich etwa doch selbst als Elite dieses Staates an? Weshalb können sie glauben, über dem Gesetz zu stehen? Wir werden noch genügend miteinander Zeit haben, darüber ausführlich zu diskutieren. Wir werden noch genügend lange auf diesen Plätzen für euch stehen und alle Fragen nach und nach versuchen zu klären und uns gemeinsam diesen Zielen entgegenzubewegen. Denn, und das ist schon mal vorab eine erste kleine Antwort, diese überhöhten monatlichen Tantiemen, immensen Pensionen und Renten in der Höhe, wie sich diese vorbenannten skrupellos selber vereinnahmten und vereinnahmen, das wollen und werden wir helfen, neuerlich und sozial gerechter an unser Volk zu verteilen. Für alle die, die Jahrzehnte für Hungerlöhne gearbeitet haben, für die, die hier in Deutschland unsere Kinder geboren haben, denen werden wir davon geben, damit unser Deutschland endlich wieder ein menschen- und lebenswürdiges Land werden mag. Das wird unser Bestreben als Pegida und Legida sein. Ein paar letzte Worte aus meiner Leipziger Rede an die ganzen Antideutschen in den Reihen der Dresdner Grünen, der Linken und der Pantoffel-SPD. Ein paar Worte eines deutschen Arbeiters, eines Rassisten und völkischen Teufels nach eurem Verständnis. Ein letztes Wort an die, welche uns die Begrifflichkeiten Nationalsozialismus und Patriotismus in einen Topf werfen
und daraus uns einen Strick drehen wollen. Mein Volk, dem ich angehöre, und das ist das deutsche Volk. Und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation. Eine ritterliche, stolze und harte Nation. Ich bin Blut vom Blute und Fleisch vom Fleische der deutschen Arbeiter. Und ich bin deshalb als ihr revolutionäres Kind und später ihr revolutionärer Führer geworden. Dieser Arbeiter war Ernst Thälmann. Merkt euch das! So, und damit okay, wir schieben an Lutz. Danke. Danke, Silvio. Thälmann hatte schon irgendwo recht. Freunde, wir wollen eine Runde spazieren gehen. Dazu muss ich euch was erklären. Wir haben hier eine wunderschöne Tonne, also wir haben mehrere solche Tonnen. In diesen Tonnen, die werden dann, wenn wir die Runde gedreht haben und wieder auf den Altmarkt einbiegen, werden einige Leute diese Tonnen halten. In die Tonnen, bitte jeder, der vorbeigeht dran, einen Knopf, eine Münze, ein Einkaufschip, völlig egal. Es geht nur um die Anzahl, um heute mal festzustellen, was wirklich da ist an Menschen und uns nicht weiter verdummen zu lassen mit 5.000, 6.000, was auch immer. Lügenpresse! 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 Der Inhalt der Tonnen wird von der Rechtsanwaltskanzlei Lorek ausgezählt und die Zahl wird bekannt gegeben. Allerdings werden wir wahrscheinlich die ganze Nacht dafür brauchen, beziehungsweise eher. Deswegen Geduld, es wird morgen dann offiziell bekannt gegeben. Und jetzt denke ich mal, unser Führungsbanner und das Führungsfahrzeug der Polizei sind schon hier direkt gegenüber von mir gerade durch. Und wir laufen einfach mal durch unsere wunderschöne Stadt. Vielen Dank, bis gleich. Wir haben noch keine offizielle Zahl, aber eins wissen wir jetzt schon, also es ist schon mitgeteilt worden, dass das irgendwie mit dem Einwerfen der Knöpfe nie so ganz geklappt hat, sind wohl ganz, ganz viele dran vorbeigegangen. Okay, alles, es ist ja unter Beobachtung gewesen, wir haben alles gefilmt und so, das passt schon, irgendwie bekommen wir dort schon eine halbwegs vernünftige Zahl raus. Ich darf euch jetzt noch einen Gast aus Ägypten vorstellen, den Morris. Basum, Morris Basum, und er wird auch noch ein paar Worte an euch Dresden richten jetzt. So, hallo liebe Freunde, mein Name ist Morris Basum. Ich bin 67 Jahre alt. Und ich stamme aus Ägypten. Ich bin ein Mitglied der Bürgerbewegung Pax Europa. Weil ich mich fühle, mich verbunden mit dieser Kultur Europa. Ich freue mich hier und jetzt die Gelegenheit zu haben, zu euch zu sprechen und euch mitzuteilen, warum mich das Anliegen von Pegida gegen die Islamisierung des Abendlands so wichtig ist, existenziell sogar. Mein Mutterland Ägypten besaß einst eine Hochkultur, die sich über Jahrtausende entwickelt hat. Ägypten ist die Wiege des Christentums und war jahrhundertelang christlich-koptisch geprägt. Heute herrscht in Ägypten der Islam vor, so wie in 57 Ländern
auf dieser Erde. Ich, wie Millionen meiner Landsleute, wurden Opfer der Islamisierung, mit der eine Veränderung und Verdrängung und Vernichtung der ägyptischen Kultur. Es gibt viele Beispiele, werde ich Ihnen nachher sagen. Heute sind wir Christen in Ägypten, eine unterdrückte, verfolgte Minderheit im eigenen Land. Denken Sie daran, meine Damen und Herren, dass das Ihnen eines Tages nicht passieren darf. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass der Islam überall dort, wo er sich dauerhaft niedergelassen hat, hat er alle angestammten Kulturen und Religionen an den Rand gedrängt oder gänzlich zerstört. Denken Sie bitte daran, dass Ihnen das hier nicht passieren darf. Verantwortlich dafür ist die Weltherrschaftsanspruch des Islams, der von keinen Landesgrenzen Halt macht. Meine Muttersprache ist Arabisch. Ich kenne die islamischen Quelltexte sehr, sehr gut und weiß, wovon ich rede. Wenn Sie die vom Islam ausgehende Gefahren nicht erkennen und sich nicht frühzeitig gegen die Islamisierung zur Wehr setzen, werden Sie in Deutschland und in Europa dasselbe Schicksal erleiden wie alle anderen Kulturen und Gesellschaften, die vom Islam unterworfen wurden. Gott behüte uns. Wir müssen gemeinsam, aber wirklich gemeinsam, einstehen für den Erhalt der abendländlichen Kulturen. Ich habe die Ehre, heute dieses Plakat ganz persönlich in die Hand zu nehmen und vorzuzeigen. Wir müssen uns für die Wertegemeinschaft stehen. Wir müssen bereit sein, die Demokratie und die Menschenrechte vor der Islamisierung zu schützen und zu verteidigen. Und alles muss friedlich und mit hohem geistigen Niveau. Wir sind nicht so niedrig, um an Gewalt nötig zu haben. Ich bitte Sie dringend, sich zuverlässiges Wissen über den Islam und seine Ziele anzueignen. Schauen Sie sich bitte an, wie es um die Menschenrechte in islamischen Staaten wie dem Mutterland des Islam, Saudi-Arabien und Co. bestellt ist. Lassen Sie sich von der Politik, den Medien und den Kirchen nicht irreführen und schenken Sie Aussagen, wie Islam heißt Friede, keinen Glauben, keinen Glauben. Gott segne Sie, Gott segne Pegida, machen Sie so weiter. Und ich hoffe, dass ich bei Ihnen hier öfter komme.
danke, meine Damen und Herren. Ich beabsichtige in Köln, ich komme aus Köln, und beabsichtige in Köln eine Kögide einzurichten. Es gibt schon die Website, habe ich die gerettet, heißt kögida.de, also kögida.de. Bitte schauen Sie, dort stehen schon alle Mittel, die Sie als Gegenbeweis für die Lügenpresse verwenden können. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Moritz. Und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende des heutigen Abends, aber mit einer ganz aktuellen Meldung vom MDR. Da heißt es wohl, Pegida massiv gewachsen, über 15.000 Menschen. Ich kann das noch nicht bestätigen, es wird nur vom MDR vermeldet und ich habe selber auch das Gefühl, man sieht ja, was hier los ist. Und damit denke ich, es ist an der Zeit für unsere Hymne. Und da haben wir wieder jemanden, der das besser singen kann als ich. Hallo, hallo. Achso, die Lampen bitte, so wie immer, ne? Damit hier nach oben ein Licht aufgeht! Oh Mann, ein Wahnsinnsgefühl. Also Freunde, ich habe dir das Lied schon tausendmal gesungen, aber ich pack's mir sicherheitshalber hierher. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterfahren. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Danke, Grüße! So, vielen Dank, Freunde. Ich erinnere nochmal, weil die Frage kam, am 6.4. in der Flutrinne. Das wird auf dem Parkplatz, ich glaube, 7 sein, dort, wo immer die US Car Convention stattfindet. Dort sehen wir uns definitiv am 6.4. Nächste Woche wieder hier. Jeder bringt einen mit, damit die Zahlen noch weiter wachsen und der Herr Ulbich vielleicht das nächste Mal bis zum Ende lauscht, was wir hier so zu sagen haben. Vielen Dank. Ich erkläre die Veranstaltung für beendet und danke euch allen. Dresden zeigt, wie es geht.